So, Mahlzeit, Hallöchen, herzlich willkommen, schöne Dachrinne haben es doch. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed und zu Kingdom Come Deliverance auch. Verdammt, schon wieder verkackt. Okay, wir sind heute hier beim Henker und wir gucken jetzt mal, was wir als nächstes machen. Ich habe mir ja überlegt, nee, das wollen wir nicht. Ah, wir müssten mal wieder lesen, ne? Ich müsste mal wieder echt lesen. Wildschwein, wir haben ja Quests. Ich bin allstrengend, ein Stück Heiligkeit, kostspielige Schlägerei. Oh, das muss kostspielige, das muss ich Fritz. Ach Gott, Wunder dieser Welt ist das, Maria. Zu Diensten meiner Herren, ein Freund in der Not. Stimmt, das müssen wir noch machen. Ruheloser Geist, ruheloser Geist. Necronomicon. Allerdings werden es die Mönche kaum aussehen. Weggesperrt im Kloster. So, der Verseschmied. Ledetschko müssen wir auch machen. Gutes Geld für gutes Fleisch. Beschaffe Wildschweinfleisch für den Sassauer Metzger. Das könnte man eigentlich machen. Typische Müller Wojcik. Stiehl ein Pferd. Ja, welches? Ist eigentlich wurscht, ne? So, dann machen wir das mal Witz. Klötzchen am Fluss, das Schwert der Königin von Saba. Plündere Diebische Müller, köstlich. Köstlichkeiten müssen wir auch noch machen, ne? Rehfleisch, bringt dem Schankwirt Rehfleisch. Was ist das? Rehfleisch. Also wir brauchen theoretisch 100 Mal Rehfleisch. Wo haben wir hier Rehe, bitteschön? Hier theoretisch, ne? Theoretisch, wenn wir. Wo sind wir jetzt überhaupt hier? Wir sind hier, okay. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich hier hingehen. Dann machen wir hier mal einen Wegpunkt. Und dann nehmen wir nochmal die Questlog. Reh, ne? Was war das? War das das? Rehfleisch, genau. Festmahl für die Bettler. Rehfleisch, kennst dich aus. Wir gehen jagen. In der heutigen Folge, in der nächsten Folge, vermutlich auch in der übernächsten Folge sowieso. In die nächsten 30 Stunden werden wir nichts anderes machen, außer auf die Jagd zu gehen. Ja. So, da gibt es ja natürlich so das ein oder andere Jagdmittelchen, was wir uns hinterkippen können, um da noch ein bisschen fokussierter zu sein. Wieso liegt jetzt hier wieder Pferd? Oh, armes Pferdchen. Wieso kann ich das nicht? Wieso reimt das keiner weg? Da kannst du so eine schöne Lasagne machen. So, egal. Wir gehen jetzt halt einmal lieber in den Wald da. So, lalalalala. So, wir müssen aber natürlich auf die andere Seite. Wir können hier runter, ohne jetzt großartig sterben zu müssen. So, sehr schön. So, dann können wir gleich darüber. Das ist der einzige Baumstumpf und ich bleibe hängen.
So, meine Freunde. Sodele. Ja. Jetzt, dann gehen wir mal hier rauf. So, dann gehen wir mal auf Rehjagd. Ich hoffe, wir schaffen das einigermaßen. Haben wir eigentlich, ich gucke mal schnell zum Gaul, müssten eigentlich das ein oder andere haben. Flugsalbe gegen Mittel, Kaderbier, blalalala, hier. Schützendrang. Wir lesen es uns mal durch. Festigt den Arm beim Bogenschießen und erhöht die Fertigkeit. Bogen für 10 Minuten um 5 Punkte. Ja, die nehmen wir mal alle an. So. Das sind ja Hirsche, das sind keine Rehe. Da hinten läuft aber was. Hirsche, wo kriege ich denn Rehe her? So, pass auf, wir Schützendrang. Wir essen mal einen. Wo ist der gute Mann? Theoretisch. Jetzt ist der Doldi tatsächlich weitergelaufen, ne? Der Kollege lacht sich doch ans. Nein! Drecksviech, zumal ich ja glaub.
Nein, ich habe ihn erlegt. Hirschfleisch, scheiße. Ah. Jetzt bin ich überbelastet. Ich glaube, mein Dackel wächst so. Nahrung. Wie viel kann denn mein Pferdchen tragen? 100 vielleicht? Okay, 50 vielleicht? Vielleicht? Okay, keine 20. Probieren wir es mal mit 15. Auch keine 15 mehr. Und probieren wir es mit 10. Ja, im Endeffekt langt es sowieso nicht. Probieren wir es mit 5. Willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, der Gaul ist voll. Ja. Der Gaul ist voll. Shit, dann werde ich doch. Hirsch braucht keiner, ne? Komm, wir lassen es tatsächlich fallen. Wir lassen es tatsächlich fallen. Jetzt brauchen wir halt den anderen Schorsch noch, ne? Wo finde ich Rehe, Freunde? Wo finde ich Rehe? Eventuell, wenn ich mich vielleicht hier auf die Lauer lege. Auch wieder ein Hirsch. Hier gibt's. Wo gibt's Rehe? Alter, leg mich am Arsch. Aber jetzt mal im Ernst, wo es Reh, wo es Hirsche gibt, muss da auch Rehe geben, ey. Da ist die Wildsau-Fraktion. Ja, was, dann laufen wir halt dann über. Ach, ich bin dann sowieso überbelastet, ne? Ich müsste eigentlich das Hirschfleisch, müsste ich tatsächlich ja, liegen lassen. Oh Mann. Könnte vermutlich doch ein bisschen eine längere Geschichte werden. So, weißt du was, weil es mich jetzt auch schon stört. Inventar. So, Hirschfleisch. Denn der Papa braucht Platz.
bin da jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich da doch sehr konzentrieren muss. Nicht doch schauen muss, dass ich vielleicht die Rehe, das Gute ist ja die Rehe. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratz, ich glaubt, ich wäre weggelaufen. Warum, sind wir schon wieder mal an dem Ende der Welt, oder was? Ja, okay, was? Wir könnten ja eigentlich theoretisch da über noch, ne? Ich muss doch hier rüberkommen, oder nicht? Ich komme jetzt tatsächlich nicht rüber. Okay. Dann gehen wir. Dann machen wir doch hier einen Pfeil darüber. So, dann können wir wenigstens wieder ein bisschen Gas geben, was das angeht. In der Nacht wirst eigentlich, obwohl Abenddämmerung, da sind doch viele Hirsche und Rehe, zumindest in der Brunftzeit, sind die doch da recht gut unterwegs. Die Schätze, ne, die müsste ich eigentlich auch mal alle machen. Und die uralten Karten, das müssen wir alles noch eigentlich. Okay, hier haben wir einen Hasen. Aber bisher weit und breit kein Reh. Reh! Okay, Freunde, Daumen drücken. Jetzt werde ich das blöde Drecksrad erwischen. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen, ne? Okay, die laufen jetzt wieder alle da drüben entlang. Kann ich hier nicht schnell laufen? Hey, jetzt ist nicht die Zeit herum zu stromern. Boah, nerv mich jetzt nicht. Hasi? Hasi? Reh. Reh, komm raus, du bist umzingelt.
Ist echt Zufall, ne? Ob du da jetzt hier einen Brief findest oder nicht. Hasen gibt's hier wie Sand am Meer. Aber Rehe, furchtbar. Hier ist doch, ach nee, hier jetzt regnet's. Regen ist jetzt natürlich nicht verkehrt, dann hören uns die Rehe nicht so. Vorausgesetzt, wir finden welche. Boah, Freunde der Sonne, ne? Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Ich krieg doch echt gleich Arnsfeld, du. So, ich darf die jetzt nicht verscheuchen. Vor allem, ich darf sie nicht aus dem Auge verlieren. Es sollte doch jetzt eigentlich zu unserem Vorteil sein, dass es regnet, Mensch. Ich weiß, ich könnte das beim x-beliebigen Metzger, könnte ich das Zeug kaufen. Um meinem Ernst, da hast doch, da habe ich persönlich jetzt doch ein schlechtes Gewissen. Oh, das ist doch wie Nadel im Heuhaufen suchen, du. Palüm, palüm. Sühnenkreuz. Wir lesen. Julien A. Ferraut. Die Frage ist, sind wir hier noch richtig? Ich schau mal auf die Karte. Na, guck einer an. Freunde, hier muss es doch noch mehr geben. Ich mach mal hier nochmal einen Wegpunkt hin.
Ui, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein Reh finden. Komm, ein Reh möchte ich jetzt schon noch treffen hier. Ja, hier wurde auch ordentlich umgeholzt. Was ist das für ein Fels? Schaut halt immer alles so verdächtig aus, ne? Okay, hier haben wir Hirsche. Da muss es hier doch auch noch Rehe geben, ey. Gibt's denn nicht? Müssen wir doch hier was finden. Der Baum sieht aber auch verdächtig aus. Ich glaube, es sieht schlecht aus für die heutige Folge. Aber hübsch hier, aber hübsch hier. War hier was? Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Aber. Tatsächlich, ich glaube, wir sind jetzt hier wieder am Arsch der Welt. So, dann gehen wir mal hier runter. Jesus Maria. Ich finde sie einfach. Ja, Reh habe ich schon gefunden, ne? Ich treffe die einfach nicht. Boah, jetzt dachte ich, jetzt läuft doch ein Hirsch Reh runter, ne? Das hätte ja gar nicht mehr aufzuregnen hier, ne? So was. Wir gehen jetzt noch. Komm, in der Folge gehen wir noch darüber, wo der dunkle Fleck ist. Vielleicht finden wir dann da noch unser Glück. Wir dürfen gespannt sein.
Aha, was ist das hier? Ist doch auch eine Bedeutung haben, oder nicht? So. Ich kann jetzt nicht weg. Ich habe Verpflichtungen. Na, wir bleiben ja hier, Mensch. Wir wollen ja den Zimmer neu. So, jetzt schaue ich aber doch noch mal. Hier, wir könnten den Weg gehen. Oder wir gehen tatsächlich dann morgen hier nach oben rauf. Wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe zumindest, dass es spannend wird. Ich hoffe, wir finden jetzt hier Hirsch. Reh. Und ich denke mal, mit 3-4 Rehs dürften wir eigentlich unser Pensum dann auch erreicht haben von 100 Stück Rehfleisch. Ja, wie es dann weiter verlaufen wird, das, wie gesagt, erfahrt ihr dann morgen bei Kingdom Come Deliverance. Wir machen jetzt hier gleich einmal eine Rast. Laufen noch ein bisschen, bis er halb bewusstlos ist. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns wieder morgen. Ich guck mal, dass wir hier noch einen hübschen Platz haben. Zur Folgenpause. Ja, hier schön am Wegesrand entlang, liebe Freunde, in diesem Sinne, macht's gut. Und Servus, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Come Deliverance. Ciao.